Hallo ihr Lieben, Namaste. Hi. Ich begrüße euch heute schon wieder ein Video von mir. Ihr Lieben, meine Seelengruppe und Seelenfamilie, ja, an einem wundervollen Plätzchen wie immer. Ich zeige euch nachher vielleicht noch ein bisschen mehr, einen Rundumblick. Und möchte heute noch mal ein bisschen über das Thema rund um Berufung eingehen, weil es doch ein wichtiger Schritt ist in unserem Prozess. Ja, natürlich für alle, die auf ihrem Weg sind, die in einer wundervollen Seelenpartnerschaft sind, die sich auf ihrem Herzweg befinden. Und ja, ich begrüße euch heute, ihr Magic-Pioniere, ihr Visionäre, ihr Künstler, ihr Magier, ihr Heiler, ihr wundervollen Wesen mit euren wundervollen Begabungen, die vielleicht noch nicht ganz ausgegraben sind, die noch unter der Schicht oder dass da noch Schichten über diesem Kern liegen, über diesem Gold. Und ja, also die Berufung, und ich werde natürlich auch immer wieder gefragt, was ist Berufung, zu was fühle ich mich berufen, welche Schritte stehen an, zeige ich mich im Außen? Ja, das sind alles so Fragen und Themen, mit denen wir auf unserem Weg natürlich in Berührung kommen. Da zeigen sich natürlich auch Ängste, es zeigen sich Blockaden, es zeigen sich Traumatisierungen. Ja, und vieles mehr. Ohne jetzt näher auf die Heilungsschritte einzugehen, möchte ich mal noch einfach ein paar Impulse zur Berufung reingeben, für was wir uns berufen fühlen. Und ja, auch die Frage, muss ich mit meiner Berufung Geld verdienen? Oder. Also Berufung ist eben sich berufen fühlen, dieses Einzigartige, was wir in uns tragen, ja, dass wir das Schritt für Schritt, dass wir das außen fließen lassen, also diese Liebe, die wir sind ja nichts anderes als Liebe, dass wir die in unserem Tun nach außen fließen lassen. Wir lieben, wir schenken unsere Liebe. Also wir müssen mit dem nicht unbedingt Geld verdienen. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Und Berufung ist eigentlich so simpel, dass wir es schon fast gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir da schon wieder unsere eigenen
blinden Flecke haben. Meistens ist es etwas, das wir schon, ich sag mal, unbewusst tun, seit wir hier auf der Erde sind. Also sei es in Form von, ich arbeite in einer Kindertagesstätte und liebe es, mit Kindern zu arbeiten, den Kindern ein Buch vorlesen oder auf der Gitarre ein Lied spielen, ein Bild malen. Das ist alles Teil der Berufung. Und sie wird, also wenn wir dann den Mut haben und den Schritt uns zu zeigen, wird sich das vielleicht oder ziemlich sicher noch verändern. Also wir beginnen an diesem einen Punkt, wir zeigen uns und es wird sich dann, in dem Tun wird sich dann vielleicht nochmal was verändern, sei es dann, ich arbeite nicht nur mit Kindern, auch Erwachsenen, ich mache vielleicht nicht nur Ernährungsberatung, sondern auf die klassische Art und Weise, sondern gehe raus in die Natur mit Menschen, mit Kindern oder mit Tieren. Also das ist alles schon Berufung. Das, was wir gerne, was wir lieben zu tun. Unabhängig davon, was wir gelernt haben, unabhängig davon, was wir glauben und denken, was es da noch wieder alles braucht für uns. Es kann sein, dass zum Beispiel, ich rede jetzt wieder aus meiner Erfahrung, wenn ich therapeutisch arbeite, dass ich mir noch Werkzeuge, dass noch Werkzeuge in meinem Koffer fehlen. Dann kann ich das anhand von Seminaren oder Weiterbildungen im Eigenprozess. Also ich finde es mega wichtig, im Eigenprozess das zu erfahren. Es geht um diese Erfahrung, das selbst in uns zu fühlen und nicht irgendwas Erlesenes, Auferlegtes, wie sich etwas Verstand, ja, dass wir etwas mit dem Verstand tun können. Es geht um dieses Erfahren, dieses Erfühlen. Und dann haben wir auch natürlich die Möglichkeit, diese Erfahrung in unserem Tun weiterzugeben. Also wir fühlen, wo wir und wie wir begleiten, wie wir Menschen, Seelen, Tiere unsere Liebe berühren. Ja, wir berühren sie mit unserer Liebe. Und Liebe ist Heilung. Das ist eigentlich schon Heilung. Wahre Liebe ist Heilung. Da geht es nicht um die sentimentale Liebe, die ein Hormon ist, sondern die wahre Liebe, sie ist, also das ist unser ganzes Wesen und sie fließt. Und wenn wir
in unsere Berufung, unsere Liebe fließen lassen, dann ist das schon die Heilung für den, der sie gibt und für den, der sie empfängt. Für den, der die Liebe gibt und für den, der sie empfängt, ist es Heilung. Ja, ich habe auf meiner Webseite, was ich mache, mache ich mit Herz. Und that's it. Ja, also fühlt ihr mal in euch, wo ihr da gerade seid, was für Schritte anstehen, was da vielleicht noch für Widerstände, Ängste, Blockaden sich zeigen. Ihr könnt natürlich euch einen Coach suchen, einen Berater. Ich kann euch auch, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema rund um Berufung, noch mehr Impulse geben, Möglichkeiten, Techniken. Ja, um einfach euch jetzt zu zeigen, wir haben auch eine gute, geile Zeitqualität für Neues. Ihr könnt da kreativ euch jetzt in dieser Zeit, könnt ihr die nutzen für euch, für eure Berufung, für euer Sein, für eure Liebe zum Fließen lassen. Also wenn ihr noch Fragen habt, eben ihr könnt euch bei mir melden. Ich freue mich. Ihr lieben Mädels, nochmal danke für den Mega-Heilkreis am letzten Mittwoch. Ja, wer Lust hat dabei zu sein, immer mittwochs abends 20 Uhr Zoom, starten wir einen Heilkreis, wo wir zusammen in die Heilung gehen, in die Bewusstwerdung. Und ja, ich freue mich, wenn der eine oder andere von euch Lust hat, dabei zu sein. Ihr könnt da unten mich anschreiben über E-Mail. Ich freue mich, oder wir freuen uns. Die Gruppe wächst. Wir sind wirklich eine mega magic Frauengruppe. Vielleicht kommt auch mein Mann dazu. Ja, vielleicht kommt ein Mann dazu. Wäre auch schön. Ich werde nochmal für den Februar Specials reinstellen von mir, Angebote. Ja, ihr dürft natürlich meinen Kanal abonnieren. Ihr dürft mir ein Like geben. Ihr dürft mir auch einen Kommentar schreiben. Die meisten schreiben mich privat an. Ja, ich selbst bin seit 2016 in meinem Herzen in einem wundervollen Prozess. Danke, mein Schatz. Einfach schön, dass es dich gibt. Ja, für deine Wahrhaftigkeit, für deinen Mut, für deine Transformation, für deine Heilung. Ja, jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Nachmittag, Abend, wann immer auch ihr das Video schaut. Und sag Bye-bye und Tschüss. Mein Hund, der wird gleich ungeduldig. Muffin. Jetzt zeige ich euch doch noch kurz hier von dem wundervollen Fleckchen. Der Schnee ist schon fast weggeschmolzen hier. Und sagt ciao, ciao, ihr Lieben. Bye, bye. Andrea Maher und Muffin. Ciao.